Weiter geht's jetzt mit einem Beitrag, wo Markus von Kähnel den BFH-Professor Alexander Hunziker interviewt. Es geht um Führen in der digitalen Transformation. Viel Spaß damit. Digitalisierung tönt für mich einfach immer auch danach, dass es eigentlich mein Leben so erleichtern soll. Dass ich da Sachen machen kann und Tools zur Verfügung habe, die mir wirklich Erleichterung bringt im Leben und auch Entspannung bringt. Aber zum Teil ist eben das Gegenteil der Fall. Digitalisierung heisst auch quasi Stress bzw. neue Arten von Stress. Man muss auf Sachen, die man vorher kennt, verzichten, weil es ganz andere Abläufe sind. Man muss zum Beispiel sich selber organisieren, was man vielleicht vorher nicht in dieser Art und Weise hatte. Man muss aber auch damit rechnen, dass man überall und immer parat sein muss. Ich glaube, das ist ein grosses Problem mit Digitalisierung, dass man voraussetzt, dass man überall und immer erreichbar ist. Da muss man vielleicht auch klare Grenzen setzen und sagen, nein, hier nicht, aber akzeptiere ich das die Leute, wie geht man mit dem grundsätzlich um. Und über all das diskutiere ich jetzt mit dem Alexander Hunziker, Professor, ich hoffe, ich lese es richtig vor, am Departement Wirtschaft der Berner Fachhochschule. Er hat Volkswirtschaft mit Psychologie im Nebenfach studiert, hat nach unter anderem an Harvard University weitergebildet und arbeitet heute mit Führungskräften zusammen, quasi die begleiten und coachen zum Thema Change und hat auch Bücher geschrieben. Das aktuelle heisst Positiv führen. Haben Sie soweit alles richtig gesagt? Herr Hunziker, wunderbar. Ja. Jetzt kann ich da nebendran, neben die Kamera, weil die sind die Hauptfigur und nicht ich im Moment. Herr Hunziker, wenn wir die Digitalisierung anschauen, was hat Digitalisierung oder der digitale Wandel im Führungsalltag für Änderungen gebracht? Also, da gibt es eine ganze Reihe von Änderungen. Und man muss sehen, dass der ganze digitale Wandel ja auch sehr facettenreich ist von Robotik, Artificial Intelligence. Was man aber sagen kann, ist, dass der Wandel sich beschleunigt hat. Und es ist jetzt fängt so breit treten, oder? Wandel ändert. Aber es hat gleich etwas, wo ganz wichtig ist, dass man sieht, wenn Strukturen wegfallen, wenn die Sachen, wenn man sich auf nichts mehr verlassen kann. Und was passiert dann noch? Also auf was kann man sich dann noch verlassen? Und das heisst, dass das Vertrauen wichtiger wird. Weil am Schluss sind einfach noch Menschen da, wo durch wieder andere, unter anderem Spielregeln sich wieder neu konfigurieren. Also Vertrauen wird wichtiger. Das ist schon immer wichtig in der Führung. Aber es kommt wirklich eine neue Bedeutung über. Ich denke, das ist ein wichtiger Faktor und es gibt sicher noch weitere. Lernen wird eine Daueraufgabe. Und typischerweise ist so, Personalentwicklung hat es auch schon immer gegeben, in dem Sinne nichts Neues. Aber wenn man sieht, dass der Wandel einfach dauernd laufend ist, dann kann man nicht einfach sagen, ja, man schickt die Leute einfach eine Woche pro Jahr mal irgendwo ein Kurschen, um sich updaten, sondern Lernen ist eine integrierte Aufgabe in die Führung. Das heisst, ich muss die Art und Weise, wie ich meinen Job erledigen muss, eigentlich schon so sein, dass ich mich gleichzeitig auch fit machen, damit ich überhaupt konkurrenzfähig bleibe am Arbeitsmarkt. Und wenn meine Führungskraft mich bei dem nicht unterstützt, dann ist der Arbeitgeber auch nicht mehr so attraktiv. Also die Lernthematik kommt eine andere Dimension über und das schlägt sich dann in der Führung nicht. Wenn du zurück auf das Thema Vertrauen, ist das Vertrauen da? Kann man das überbringen? Weil ich weiß ja, dass ganz viele Leute auch der Digitalisierung und all dem, was damit kommt, sich sehr mit Skepsis gegenüberstellen. Das ist natürlich eine der Herausforderungen. Und in was darf man vertrauen? Weil das eine ist, kriegt man die anderen zu mir zu vertrauen. Und das andere ist, bin ich wirklich vertrauenswürdig? Also geht es nur darum, jemanden gut zu täuschen, professionell. Oder was kann ich dann wirklich anbieten an Vertrauenswürdigkeit? Und dort ist ja im steten Wandel, ist ja nachher, habe ich auch nicht, was habe ich dann noch anzubieten, Führungskraft weiter oben und meine eigene Persönlichkeit. Kommen wir zu den Mitarbeitenden. Digitalisierung hat ja etwas mit Geschwindigkeit zu tun, so sehe ich das, oder verstehe ich das ja auch, so etwas tiefiger gehen. Jetzt, wie kommt man als Führungskraft, Mitarbeitende dazu, dass sie quasi mehr machen in weniger Zeit? Ja, wie bringt man die Leute dazu, noch schneller und noch mehr zu schaffen? Man ist verlockt, um die Frage so zu stellen. Und es ist eigentlich falsch gestellt. So. Weil sie geht von der Annahme aus, dass man sich einfach noch mehr anstrengen muss, um noch schneller zu sein. Und das Gegenteil ist wahr. Die Leute sind schon so angestrengt, sie sind so am Rotieren, wenn sie sich würden entspannen würden. Wenn man sich mehr könnte auch Distanz nehmen, wenn man sich weniger würde stressen von Terminen. Dann
könnte man sich steigern. Also ich denke, der Weg zur Leistungssteigerung passiert eben durch das, dass man vielleicht eine Spannung abbauen kann, dann vielleicht etwas Peinliches passiert ist, was man gar nicht so recht dem Chef mag sagen. Wenn ich aber ein Vertrauensverhältnis habe, kann ich kommen und sagen, du, schau, da ist etwas schief gelaufen. Und dann kann man das anschauen und das hilft entspannen. Also die Führungskraft hat nicht, ist nicht der Geiselklöpfer, der noch mehr Druck muss machen muss oder noch intelligenter die Leute irgendwie zu etwas verführen, sondern wo sollte helfen, Stress abbauen und Klartext reden. Hast du den Geiselklöpfer, ist zum Teil der, der selber unter Druck kommt oder sich auch unter Druck setzt. Burnout ist ein Riesenthema grundsätzlich. Wie schafft man es denn, dass man eben nicht ausbrennt? Typischerweise, wenn man schaut, was braucht es, dass wir zum gesund bleiben, dann sind das die typischen Sachen wie genug schlafen, Beziehungen pflegen, Hobbys haben und so weiter. Und die Sachen sind alle richtig und sie sind alle extrem unsexy und nicht neu. Und meine Mutter hat es mir schon gesagt und ich weiß nicht, ihre vielleicht auch. Auf jeden Fall. Genau. Und wenn man dann schaut, aber warum ist denn das schwierig? Dann sieht man, ja, das hat mit Sachen zu tun, die darunter liegen. Glaube ich daran, dass ich Probleme kann bewältigen kann. Und wenn man das Gefühl hat, ja, ich schaffe das nicht, dann kommt man dann in komische Verhaltensweisen. Ich hatte zum Beispiel einen Student, der im MBA-Programm ist eingestiegen und der hat gesagt, ja, er hat in einer Band gespielt und er gefunden, jetzt hat er keine Zeit mehr und ist ausgetreten. Genau. Und gemerkt, falsch entscheidet, oder? Sie haben dann zum Glück dann wieder genommen. Er hat es relativ früh gemerkt. Aber zum gesund bleiben muss man eben auch seine Hobbys pflegen und muss sich auch zutrauen, dass man das schafft. Wir hören an diesem Digitaltag oder dem Digitaltag natürlich auch immer wieder Ausdrücke, die ich selber nicht damit anfangen kann. Ein Wort oder ein Begriff in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Resilienz. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Was kann ich unter Resilienz verstehen? Was ist das? Also Resilienz heisst eigentlich Widerstandskraft. Und bedeutet, dass man unter widrigen Umständen noch gesund bleibt. Das ist quasi die traditionelle Definition davon. Das wird das, was man sich wünscht. Also resiliente Leute, die auch mit Schwierigkeiten können umgehen können. Wenn man jetzt aber schaut, das ist auch eine defensive Haltung. Wenn man schaut, wie die positive Psychologie ist, zum Beispiel auf den Begriff schaut, dann sagt die, nein, das geht nicht nur um das, um einfach gerade noch knapp über Wasser zu bleiben, wenn der Sturm weht, sondern es geht darum, zum Aufblühen unter widrigen Umständen. Also, das ist eine ganz andere Fragestellung. Also, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht, auch wenn es rundherum ein bisschen häschert? Und ist das etwas, was man lernen kann? Oder hat das viel damit zu tun, wie man grundsätzlich selber als Mensch funktioniert? Es ist sicher beides der Fall. Also man bringt etwas von seinem Naturell mit, wo ein Stück Trägheit auch mit sich hat. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass man sich bewegen kann und man kann etwas lernen in die Richtung. Es gibt Stärketrainings, die sehr gut erforscht sind. Und es gibt Achtsamkeitstrainings, die auch sehr gut erforscht sind. Man weiss von beiden Ansätzen, dass sie die Leute resilienter machen, dass sie also leistungsfähig bleiben unter widrigen Umständen und sogar mehr Lebensfreude haben. Aber es gibt doch so Leute, das kennen wir doch, es gibt doch so die halb voll, ich sehe das Glas halb voll Typen und ich sehe das Glas halb leer Typen. Also Leute, die halt grundsätzlich eher eine negative Einstellung haben, ist es dann bei denen nicht einfach schwieriger? Ja, es ist schwieriger und es ist nicht unmöglich. Also, schauen Sie, wenn Sie 1,50 Meter groß sind, wären Sie nie ein weltberühmter Basketballer. Aber wenn Sie üben, Basketball spielen... Das habe ich gemeint, ich habe noch Chance, aber in dem Fall. Sie sind ja auch ein bisschen grösser als 1,50. Aber das heisst, jeder bringt seine Voraussetzungen mit. Aber wenn Sie ein gutes Training machen, dann treffen Sie viel besser als vorher. Und das ist das, was möglich ist mit dem Training, also im Rahmen von dem Naturell, das man mitbringt. Jetzt gerade erwähnt, Training, vorhin Stärketraining. Was kann ich mir unter einem Stärketraining denn ganz genau vorstellen? Also das eine ist mal, dass man sieht, dass die Stärken persönliche, menschliche Stärken sind. Das ist nicht Stärken, irgendwie gut Excel können, ausfüllen oder programmieren. Es geht nicht um Skills, sondern es geht um menschliche Stärken. Wie zum Beispiel in einer schwierigen Situation auch positive Sachen können zu sehen oder Dankbarkeit können zu zeigen. Und das ist spannend, das kann man üben, Dankbarkeit. Und man kann sich auch wünschen, dass der eigene Vorgesetzte ein Dankbarkeitstraining macht. Weil alle kommen ja zu wenig Wertschätzung über. Und meistens finden die Chefs, was die Mitarbeiter machen, noch gut. Und dann sagen sie vielleicht noch, das war noch gut gewesen.
Und fühlt man sich dann nicht wertgeschätzt? Es geht, oder? Und wenn jemand seine Beziehung zum Thema Danke sagen geklärt hat, dann kommt es einfach anders über und dann kommt es an. Und dann sagt man, hey, wow, was du gemacht hast, ist toll. Und häufig haben die Führungskräfte halt Angst, dass sie sagen, ja, wenn ich meine Mitarbeiter lobe, dann kommen sie nächsten Monat und wollen mehr Lohn. Und das heisst, seine Beziehung zum Thema Dankbarkeit zu klären als Führungskraft wird genau das beinhalten. Und das kann man üben. Und das macht nachher dann auch zufriedenere Mitarbeitende. Du hast gerade die ganze Sache erwähnt. Jetzt habe ich als Führungskraft aber genau das Training durchlaufen und das ist mir auch klar. Aber was mache ich jetzt anders oder was gebe ich jetzt eben weiter, damit es richtig ankommt? Es ist eben interessant, dass sie nicht einfach so. Man kann natürlich so Tools anschauen und man kann sagen, die haben jetzt gewisse Tools, die sie anwenden. Aber das Entscheidende ist, dass sie mit einer anderen Haltung unterwegs sind. Und es zeigt sich zum Beispiel, dass man eine Sitzung würde eröffnen mit dem ersten Traktandum, was ist Tolles passiert, seit wir das letzte Mal gesehen haben. Wir haben Achtsamkeitstraining, das ihr auch schon erwähnt habt. Was kann ich mir unter dem vorstellen? Ist das, gehe ich da in mich hinein? Tue ich da meditieren? Oder was mache ich da genau? Genau, da geht es darum, zum Meditieren. Und, das ist ja häufig stellt man sich vor, man müsste einen Schneidersitz machen und das ist völlig optional. Das heißt, es wäre aber ein schönes Bild im Büro innen, die Mitarbeiter auf dem Tisch im Schneidersitz. Genau. Genau so Bilder sieht man ja dauernd auch in der Managerheftli, wo der Manager da auf dem Tisch sitzt, im Schneidersitz. Und das macht man natürlich nicht, sondern es geht um eine Geisteshaltung. Eine Geisteshaltung von Präsenz im Moment, ohne zu werten. Und das ist unglaublich wertvoll. Wir sind alle wahrscheinlich, also ich bin fast trainiert worden, Sachen zu kritisieren, Fehler zu sehen, von der Schule auf im Gimmer und an der Uni immer Fehler gesehen. Und einfach gesehen, was ist, ohne irgendeinen Fehler brüllen, ist enorm entspannend für mich und auch für das Gegenüber, wo mir etwas zeigen will. Also die kritische Brille, mal in der Lage sind, die überhaupt abzuziehen und mal schön beiseite zu legen. Das heisst nicht, dass man die gar nicht anziehen soll, aber dass man in der Lage ist, sie abzuziehen und einfach mal da zu ziehen und schauen, was ist. Das ist das, was man übt, wenn man Achtsamkeitstraining übt. Ja. Könnte man die Übungen noch etwas genauer erklären? Also gehe ich da irgendwo her und schnaufe für mich? Oder was mache ich ganz konkret? Es gibt ganz verschiedene Übungen, aber eine ist ganz bekannt, wo man sich auf den Atem konzentriert. Und was man erlebt, wenn man einen Moment lang den Atem spürt, weil Sie können jetzt Ihren Atem auch gerade spüren, während Sie zuhören. Das ist an sich völlig normal, der ist irgendwie ein bisschen da. Aber wenn man die Aufgabe hat, jetzt mal nur schon eine Minute lang den Atem anzuspüren, dann merkt man, es ist extrem langweilig. Oder? Das ein, aus, dann passiert so nichts Neues. Und ist es mir möglich, den Atem wirklich eine Minute lang zu spüren? Die meisten machen die Erfahrung, dass nach 3 oder 5 Atemzügen ist der Geist irgendwo bei einer Einkaufsliste oder bei irgendeinem To-Do oder bei einer peinlichen Situation von gestern, aber nicht beim Atem. Und das ist so eine Grundübung, um überhaupt ein bisschen Kontrollen zu bekommen, was mein Geist macht, um bei dem Atem zu bleiben. Zunächst ist es vielleicht nicht so ersichtlich, warum das so toll ist, um das mehr zu können oder häufiger zu können. Länger zu können. Aber wenn man das macht, merkt man, das sind genau das Gleiche, was mir in einem Gespräch auch passiert, wenn mir jemand auf den Keks geht. Dann denke ich schon voraus, ich höre auf zu hören, und mein Geist ist irgendwo. Und wenn ich das Bewusstsein entwickle, was mache ich eigentlich? Dann hilft mir das ganz praktisch nachher in Verhandlungssituationen. Und ich als Manager oder Führungskraft soll jetzt quasi in dieser Stresssituation genau dann die Übungen machen, weil vielleicht kommt es mir auch ständig Sinn. Ich bin gestresst, jetzt wäre es auch nachher. Habe ich dann Zeit, wo mache ich es dann? Nein. Ist genau nicht so, weil dann haben sie keine Zeit. Sondern sie bauen eigentlich einen Muskel auf, eine Fähigkeit auf, zum Präsenz im Moment. Und das ist etwas, was sie im Sekundenbruchteil abrufen, in einer Verhandlung, wo sie gestresst sind. Okay, es ist nur so ein Bewusstsein. Das ist das, was sie trainieren. Und das ist das, was nachher den Unterschied macht. Wenn man von positiver Psychologie redet, dann redet man von Glücksforschung, ein sehr schönes Wort. Könnt ihr uns oder mir quasi sagen, wie man glücklich wird? es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und das jetzt in einer Minute zusammenzufassen, ist ein bisschen mutig. Aber ein Achtsamkeitstraining und ein Stärkentraining sind beides Wege,
die dorthin führen. Zum Beispiel, um ein ganz kleines Beispiel noch zu machen, schreiben Sie einen Brief, einen Dankesbrief, jemandem, wo Sie wirklich dankbar sind. Das macht Sie glücklicher. Das würde ich ganz gleich machen. Herr Runziker, merci für das Gespräch. Dankeschön.